Herzlich willkommen, Juan Moreno. Freut mich, dass Sie da sind. Das ist ja schon ein spitzer Satz, wenn der Chef einem sagt, ich hoffe, du weißt, was du da tust, entweder ist es eine Hinrichtung, entweder ist es die des Kollegen oder ist es deine sein. Ich ging davon aus, es ist meine, ja. Wie haben Sie darauf reagiert? Also in dem Moment, glaube ich, würdevoll. Am Telefon? Ja, also man will sich ja nicht... da komplett irgendwie will man nicht zusammenbrechen. Es war schwieriger danach. Nachdem wir aufgelegt hatten, bin ich tatsächlich, ich bin nicht normalerweise nah am Wasser gebaut, aber das ging mir schon sehr nah, weil ich einfach gemerkt habe, dass es einfach eine, ich glaube, ich habe es mal gesagt, eine sehr dicke Wand war, gegen die man da rennt. Und ich hätte vor allem auch nicht erwartet, weil man sich ja genau überlegt, wenn man dem Chef so eine Bombe mitteilt, wie man das so erklärt, dass er jetzt einen nicht für komplett verrückt hält. Und ich fand mich eigentlich relativ überzeugend bis zu dem Zeitpunkt. Aber das, und dann sagte Ihnen, das wird vielleicht deine Hinrichtung, da hängt die berufliche Existenz daran ein. Es ist eine kleine Branche, also es gibt ja nicht so wahnsinnig viele. Das, man muss ja auch wissen, Klaas Relutius war der Superstar der Branche. Ja, erklären Sie es mal, weil viele, die den Spiegel sogar gelesen haben, kannten diesen Namen gar nicht, weil das natürlich nicht immer bei jedem Artikel groß und prominent, aber was... Ja, er ist halt, also das ist ja auch so eine, das ist ja wirklich innerhalb der Branche dann auch so eine Spezialbranche. Das sind die Kollegen, die lange Reportagen schreiben, die lange Texte schreiben. Und er war so ein junger Star, der wahnsinnig viele Preise gewonnen hat, der unglaublich viel positive Reaktion von Lesern erhalten hat und mit unglaublichem Zeug ankam. Also der war, wie sich herausgestellt, hat er sich das ausgedacht, aber er war der Einzige weltweit, der mit den Eltern von diesem Footballer gesprochen hat, der sich bei der amerikanischen Hymne hingekniet hat. Im Protest gegen Trump. Und genau, Colin Kaepernick, der hat versucht, die New York Times an ihn ranzukommen, also die sämtliche amerikanische Medien, weil die Eltern weiß sind, der Footballer ist schwarz und adoptiert und alle dachten, das ist eine interessante Geschichte. Keiner kam an ihn ran. Der Spiegel hatte weltexklusiv die Eltern. Das hat er sich halt ausgedacht. Und der kam immer wieder mit so unglaublichen Geschichten. Und er sollte ja auch mein Ressortleiter werden. Das heißt, als mein Chef diesen Satz sagte, ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht, aber sollte Klaas Relutius gewissermaßen mein Vorgesetzter werden, der Chef, der mir das sagte, sollte Blattmacher werden und der Mann, der ihn eingestellt hatte, sollte Chefredakteur werden. Und dann ist es, dann kommen Sie daher und sagen, der Kerl lügt. Ja, damit bricht halt so ein ganzes Kartenhaus zusammen, ja. Sie haben gesagt, der lügt, das ist ja auch so ein Moment, man schwärzt einen Kollegen an. Ja, sowas macht man nicht. Nee. Also ich bin ja auch kein Journalistenpolizist, der jetzt von Natur aus so immer guckt, ja, was recherchiert doch mal nach, was die Kollegen geschrieben haben, stimmt das auch? Es passte einfach nicht. Wir haben zusammen einen Text geschrieben und ich habe seine Zulieferung gelesen. Und da ich in der Gegend, er war in Amerika. Also das muss man sagen. Ja. Also Sie sollten mit ihm gemeinsam einen Text schreiben. Es ging um die Flüchtlingsgeschichte an der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Sie beiden sollten schreiben, Sie sollten sich quasi dem Trek anschließen, der also aus Mexiko Richtung Amerika geht, richtig. Und eine Flüchtlingsfamilie oder eine Flüchtlingsfrau oder einen Flüchtlingsmann porträtieren. Und er sollte sich von der anderen Seite mit einer dieser, die gibt es ja auch tatsächlich, die Bürgerwehren, die da bewaffnet auf eigene Faust Flüchtlinge beim Grenzübertritt vom Grenzübertritt abhalten sollen. So, das sollten Sie zusammen schreiben. Was genau hat Sie denn am Anfang in so einen Zweifel gebracht? Verschiedene Dinge. Zum einen das Tempo, mit dem er es geschafft hat, diese Bürgerwehr zu, man kann sagen, infiltrieren. Diese Bürgerwehren sind normalerweise nicht dafür bekannt, sehr pressefreundlich zu sein, um es gelinde auszudrücken. Und er hatte, das wusste ich, 3 Tage Zeit, damit ihm das gelingt. Und es ist nicht nur gelungen. Die haben vor allem, ja, eigentlich 2 Protagonisten haben komplett aufgemacht, haben erzählt, welche Straftaten sie begangen haben. Also sie haben Leuten, Flüchtlingen, die durch die Wüste in Arizona marschiert sind, das Wasser weggenommen. Das ist ein glatter Mordversuch. Sie haben ihnen Kokain, weil nach der Beschreibung dieser Bürgerwehren, die alle Kokain dabei hatten, das Kokain weggenommen. Und vor allem am Ende haben sie Klaas Relutius, diese Bürgerwehren, dabei zuschauen lassen, wie sie mutmaßlich einen erschießen. Und ich bin eine Weile Reporter und weiß, wie schwer es ist, Menschen dazu zu bekommen, dass sie in Anführungszeichen aufmachen, dass sie einem Dinge erzählen, die sie nicht sofort erzählen möchten. Aber dass man in 3 Tagen es schafft, dass sie einen Mord
Versuch gewissermaßen live dabei erleben darf. Das hat mich dann schon gewundert. Das hat Sie stutzig gemacht. Aber und vor allem hat mich stutzig gemacht, dass man genau diese Szene, nämlich am Ende dieses Textes, schießt der eine Protagonist dieser Geschichte ins Dunkle und es ist klar, er schießt einen Flüchtling, dass das in der ersten Fassung nicht dabei war. Also wir kriegen eine Zulieferung, also ich bekomme eine Zulieferung und diese Szene ist nicht dabei. Und ich kann Ihnen versichern, wenn ich sehe, dass jemand jemanden erschießt, dann ist das definitiv nicht eine Szene, die ich vergesse aufzuschreiben. Und in dieser Situation merkte ich, da passen die Dinge nicht und dann fing ich an, ein bisschen zusammenzuzählen, die Punkte, die mich störten und dann, also auch so Kleinigkeiten, dass der Protagonist eine Tochter hatte, er arbeitslos ist, die Tochter ist aber kokainabhängig, weil ein Flüchtling sie kokainabhängig gemacht hat. Wann hatten Sie denn quasi das erste Ding, wo Sie sagten, das ist ein Beweis? Ich hatte starke Indizien. Ich habe gesehen, dass das Foto, das wir benutzt, das der Spiegel gedruckt hat und von dem es hieß, dass der Mann einen bestimmten Namen hat, dieses Foto kam mir bekannt vor, weil es einen berühmten, für den Oscar nominierten Dokumentarfilm gibt und da hieß der Mann halt anders. Und da und fragte ich mich... Haben Sie Ihre Lotsus dann gefragt und haben gesagt, wie kommt das, dass dein Kerl... Ich habe meinen Chef das gesagt. Der Spiegel hat eine Dokumentarabteilung, dem habe ich es gezeigt und dann habe ich dem Chef... Dokumentar heißt, die überprüfen alle Artikel auf die Richtigkeit. Genau. Und dann habe ich meinem Chef gesagt, also wir haben ein Foto gedruckt, da heißt, hat der Mann diesen Namen und die New York Times hat dasselbe Foto gedruckt und da hat der Mann einen anderen Namen. Also entweder irrt sich das größte Nachrichtenmagazin Europas oder die größte Zeitung der Welt. Mhm. Aber irgendwas passt nicht. Und das sind meine, Beweise. Es sind halt sehr starke Indizien, dass da was nicht stimmt. Aber wie hat der Spiegel reagiert? Sie haben es ja vorhin vorgelesen. Also man hat mir nicht geglaubt. Wie hat Herr Relotius reagiert? Ich habe mit ihm telefoniert. Und das Interessante ist, wenn man im Umfeld von Relotius recherchiert, das habe ich nachher für ein Buch ja gemacht, dann beschreiben ihn alle gleich. Das ist wirklich frappierend. Alle beschreiben ihn als sehr freundlichen, gewinnenden, angenehmen Menschen. Ich habe ihn in diesem Gespräch sehr, sehr anders erlebt, sehr scharf. Ja, klar. Sehr. Ich habe ja nicht gesagt, du lügst. Ich habe nur gesagt, ich verstehe es nicht. Mhm. Aber natürlich, er wusste, dass er lügt. Aber es war ja so, dass der Spiegel sehr lange geglaubt hat, Sie lügen und er nicht. Und dieses Gespräch hat stattgefunden am Telefon und da hätten Sie dann auch auflegen können und sagen können, okay, ich lege mich da mit dem Falschen an, ich lasse die Finger davon. Die Geschichte wird jetzt gedruckt, stattdessen sind Sie nach Amerika gefahren auf eigene Faust und haben die Beweise gesucht. Es wurde dann so ein Heldennarrativ kreiert, Moreno, der dann voller Überzeugung als Journalist für die Wahrheit kämpft. Also mich hatte schon sehr genervt, aber jetzt rein aus Egoismus, wenn man sowas sieht und ich die Klappe halte, dann hätte ich für immer hoffen müssen, dass Klaas Relotius nie erwischt wird, weil ich bin Komplize in dem Moment. Und beim ersten Anzeichen, dass er vielleicht gelogen hat, hätte ich beten und hoffen müssen, hoffentlich kommt das nie raus, denn mein Name steht über diesem Text. Und wenn jemand fragt, wie kannst du denn glauben, dass er jemanden am Ende erschießt, du hast doch den Text mit ihm geschrieben, hätte ich ziemlich blöde Fragen beantworten müssen. Sie sind nach Amerika. Wir haben ein Foto gesehen, da sind Sie bei dem einen, den er porträtiert. Sie stellen fest, Relotius war nie da gewesen. Er hat nie mit diesen Menschen geredet. Er hat eine Figur genommen, die in einem anderen Artikel aufgetaucht ist, hat sie in seinen geschrieben. Sie haben die Aussage auf Band gehabt. Sie haben quasi alle Fakten recherchiert, sind zurück nach Hamburg. Hat man Ihnen sofort geglaubt dann? Nein. Nein, also man hat mir nicht geglaubt. Das heißt also, man hätte Ihnen gesagt, du hast deinen Informanten bezahlt oder was? Nein, Sie müssen ja verstehen, was passiert. Also ich komme dort mit der größtmöglichen Bombe. Das ist, der Spiegel ist ein Laden, da steht an der Wand, sagen, was ist. Das ist, was dieser Laden macht. Das hat er produziert Wahrheit. Und ich komme mit den Worten, der Mann, den ihr intern Jahrhunderttalent nennt, lügt. Da sträubt sich wahrscheinlich alles in einem. Und ich war faktisch entlassen worden. Man hatte mir nicht geglaubt. Und ich komme jetzt plötzlich mit diesem Beweis von zwei, bei allem Respekt, Hillbillies, die bei allem Respekt auch genauso aussehen und die dann erzählen, dieser gutaussehende, charmante Hanseate sagt nicht die Wahrheit. Mhm. Und dann hat man im Zweifel halt ihm geglaubt und nicht mir.
Am Ende ließen sich die Lügen nicht mehr aufrechterhalten. Am Ende war es dann auch so, dass tatsächlich auch Relotius zugeben musste, er hat gelogen. Wenn Sie sagen, ich meine, er hat ja Dutzende Artikel geschrieben, Interviews geführt, Reportagen. Wie groß ist der Teil dessen, der frei erfunden ist, zum Teil erfunden? Oder ist es umgekehrt leichter zu beantworten? Nein, es ist umgekehrt leichter zu beantworten. Ich glaube, es gibt eine Handvoll von Texten beim Spiegel, es ist knapp 60, würde ich sagen, die verifiziert wurden. Und der Rest, wo er nicht gelogen hat. Ja, und der Rest ist journalistisch komplett wertlos. Warum hat er das getan? Das müssen Sie ihn fragen, aber ich kann Ihnen vielleicht erklären, warum die, und das muss man immer dazu sagen, es waren auch viele Leser, die das mochten. Der hat in seinen Texten die Leute so ein bisschen in den Arm genommen. Also der hat zum Beispiel über Syrien geschrieben und dann gab es eine Geschichte über einen kleinen Jungen, der vermeintlich mit einer Schmiererei den Syrienkrieg ausgelöst hat. Und wenn man als Zuschauer oder als Leser Syrien hört, dann ist das alles wahnsinnig komplex. Man muss sich im Grunde, um Syrien, den Syrienkrieg und den Konflikt zu verstehen, sich mit amerikanischer Außenpolitik, mit der Minderheitenproblematik in dem Land auskennen. Das ist wahnsinnig komplex. Und dann kommt jemand, der erklärt einem auf 7, 8 Seiten diesen Syrienkrieg auf eine ganz einfache, sehr eingängige, kurzgeschichtenartige Weise. Und am Ende hat man das Gefühl, ich habe es verstanden, B, es ist nicht so wahnsinnig kompliziert und guck mal, wie niedlich ist der kleine Junge. Und das ist eine Art, Nachrichten zu transportieren und Meldungen und ein Verständnis von der Welt zu schaffen, dass das sehr ankommt bei den Leuten, weil es einfach wahnsinnig kompliziert ist. Und, und er hat, das ist ja eine andere Kritik, die man an ihm hatte, er hat viele latente Vorurteile bedient. Also in den USA hat er Texte geschrieben, da waren die Amerikaner, wenn man sich diese Texte durchliest, tendenziell Blödköppe, weil sie Donald Trump. Das heißt, er hat im Prinzip das geschrieben, was die Leser gerne lesen wollen. Was er gedacht hat, ja. Und deswegen war er auch so erfolgreich. Dann kommen Sie daher, zerstören den ganzen Nimbus. Er selber schreibt, er hat sich jetzt zum ersten Mal geäußert, dass er tatsächlich eigentlich einen krankhaften Realitätsverlust hat. Ist der Mann einfach krank? Er sagt, dass er krank sei, aber ich wäre ein bisschen vorsichtig, weil er hat auch gesagt, er hat einen Fehler gemacht und in dem Zusammenhang wurde auch gesagt, dass er sich seiner Verantwortung stellt. Also einen Fehler hat er nicht gemacht. Ein Fehler ist, wenn Sie meinen Namen falsch aussprechen. Ein Fehler ist, wenn Sie beim Rückwärts einparken, Sie haben meinen Namen nicht falsch ausgesprochen. Also, aber das, wenn Sie beim Rückwärts einparken, den Nebenmann an. Er hat über Jahre betrogen. Und er hat sich auch nicht seiner Verantwortung gestellt, sonst würde nämlich er hier sitzen und nicht ich. Und dass jemand notorisch lügt, heißt nicht, dass er nicht weiß, was er tut. Wir haben vorhin über Donald Trump gesprochen. Also ich finde, es kann sein, dass er jetzt sagt, dass er krank ist, aber ich nehme ihm nicht ab, dass er deswegen nicht weiß, was er gemacht hat. Dafür war das einfach wirklich über Jahre sehr dezidiert, sehr genau und sehr genau analysierend, was ankommt, was man schreiben muss, um bestimmte Effekte zu generieren. Eine Geschichte, die in dieser Zeit passt und uns alle daran erinnert, dass wir nicht nach den einfachen Antworten und gut klingenden Geschichten gucken sollen. Es ist nie einfach, das wissen Sie selbst, das weiß jeder. Jeder weiß, dass es eben nicht einfach ist. Ich weiß, man kann eine Kneipe relativ schnell so in den Griff bekommen durch einen kernigen Spruch, aber es ist nie ganz simpel. Und wenn man dann anfängt, sich mit Leuten zu unterhalten, als Reporter irgendwo rausgeht, dann merkt man, man kann noch so viel vorher zusammen googeln und sich ausdenken, es ist immer anders. Wenn man dann vor Ort ist, dann ist der AfD-Wähler halt nicht der Holzkopf, den man sich vorher überlebt hat. Und der vermeintliche Samariter hat eben auch Macken. Ich glaube, das ist eigentlich trivial. Eigentlich eine triviale Sache, aber ein gutes Wort zum Schluss auch von diesem Jahr. Vielen herzlichen Dank. Juan Moreno, danke für Ihren Besuch.